Hutmachers Domäne. Die Domäne des Hutmachers. Fast so erinnere ich sie. Äußerlichkeiten, wie du bestens weißt, können täuschen, Alice. Seit deinem letzten Besuch hat sich vieles verändert. Dr. Bambi sagt, Veränderung sei konstruktiv und anders sei gut. Anders an sich ist weder gut noch schlecht. Ganz sicher bedeutet es nicht dasselbe. Finde den Hutmacher, Alice. Er weiß mehr über anders als du. Aber weiß er auch mehr über den Unterschied zwischen gut und böse? Oh. Machst du dir Freunde, Alice? Du bist so zufällig todbringend und gänzlich verwirrt wie immer. Ich bin bis jetzt auch ohne dich zurechtgekommen, Katze. Troll dich in deine armselige Hütte. Ich rufe dich, falls ich dich brauche. Unüberlegt wie üblich. Es geht nicht um Falls, es geht um Wann. Und nun halte ein und den Mund, wie zu sagen. Typisch. Au! Ich hatte schon elegantere Auftritte. Ich kann von Glück reden, dass noch alle Knochen heil sind. Manche Luftströme müssen durch Ventile aktiviert werden. Auf dem Luftstrom kannst du Alice drehen. Okay. Drücke Leertaste zum Verlassen des Luftstroms. Also sprich, springen war das. Oder bewege dich einfach aus ihm heraus. Okay. Das heißt, dass wir hier reinspringen können und hier quasi verbleiben können. Ich höre einen Gegner. Ach nee, ich höre eine Schnauze. Lizzie, weißt du noch, wie ein Dampfstoß dir dein Kleid bis zum Hals hochgepustet hat? Direkt vor Harrods. Ein Glück, dass deine Unterwäsche gerade frisch gewaschen war. Ja. Was soll ich machen? Och, nicht schon wieder. Die gehen mir wirklich tierisch auf den Senkel, diese blöden Viecher. Ah, von hier aus kann ich dich leider nicht anvisieren. Okay. Dann wohl Hühnchen am Spieß oder so. Gucken wir mal hier. Man nicht gesagt, das muss das in der Blume sein. Hier ist aber doch gar nichts, oder ist das? Doch, da hinten ist ein Schlupfloch. Geh auch da weiter, Mensch. Hallo. Machst du mal das, was ich hier mache? Also die Perspektive ist stellenweise ein bisschen grausig. Das ist ein Zahn. Ah,
aber ansonsten... Ach, die kann man auch kaputt machen. Euch kann ich vermutlich nicht runterholen oder kaputt machen oder so. Muss ich da jetzt erstmal durch? Falsche Taste. Oh ja, genau. Das war so klar. Weich bloß wieder nicht aus. Ja gar nicht reingehen sollen, oder? Hab ich irgendwie so das Gefühl? Ich hätte eigentlich hier weitermachen müssen. Irgendwie komme ich mir so langsam selber wie so ein eiskalter Killer vor, wie so eine total Verrückte. Ich weiß ja nicht, wie ihr das Spiel findet, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Also wenn ihr das Spiel gut findet, dann schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Es würde mich echt mal interessieren. Oh, was war das? Achso. Oh, habe ich mich jetzt erschreckt. Nein, spring bloß nicht. Was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Ach so, die kann nicht springen, wenn sie was anvisiert. Ja, geil. Hey, bleib da. Wenn ihr mehr von dieser wahnwitzigen, blutrünstigen Alice sehen wollt, dann macht doch einfach Hashtags rein, so nach dem Motto Hashtag Bloody Alice. Ja, Alice. Oder blutige Alice von mir aus. Ach da, schon wieder einer. Dich habe ich gerade gar nicht gesehen. Was ich cool finde, ist so dieses, naja, ein bisschen Steampunk-mäßige. Ah, ich wusste, es ist schon wieder so ein Troll. Ja, weich bloß nicht aus in dem Moment. Echt? Hallo, du sollst ausweichen. Soll ich denn gegen drei bestehen, wenn ihr noch nicht mal schafft, auszuweichen? Ausweichen, Mädel!
Was ist so schwer daran auszuweichen? Ich begreife es nicht. Ich drücke wie blöde auf die Ausweichtaste und die dämliche Kuh ist dazu blöd für. Ah! Mann! Ist doch wahr. So ist es ja okay, aber sobald wieder irgendwas in der Nähe hat, weicht die nicht mehr aus. Nein, du sollst ausweichen. Ist das so schwer? Mein Gott. War da nicht noch so ein Viech hier gerade? Ja, aber irgendwie eine Schweineschnauze. Mach das Ding doch kaputt, Mensch. Herzattacke. Was ist mit dir da oben? Kommst du nicht runter? Mal, vielleicht kann ich dich abschießen. Ja, andersrum. Mensch, ist das denn so schwer mit dem Ding hier zu... Ja, das war eine rhetorische Frage. Ich glaube, ich kann den gar nicht treffen von hier unten. Kann das sein? Na, wo ist... Wo ist das Schweineschnäuzchen? Oh, nicht schon wieder. Hallo, weich doch mal aus. Es ist nur blöd, wenn man nicht sieht. Hallo, geh doch mal hin. Aber schon krass, wie die geköpft werden und alles irgendwie. Ja, ich hab dich Schwein gehört, aber ich sehe dich nirgendwo. Das ist das Problem. Du bist blöd. Du bist ein dämliches Schwein, ehrlich. Dämliche Schweineschnauze. Moment, hier wird's aber lauter. Lauter ja, aber sehen kann ich es trotzdem nicht. Hallo? Okay. Ah, Moment, da. Okay. Das heißt, ich muss da hinspringen und dann klein werden, oder wie? Kann ich da drauf springen? Ist das richtig? Ach, Moment. Nee, das ist nicht... Ich kann... Boah.
kann im Flug nicht klein werden, aber das war jetzt gerade richtig, richtig knapp. Ach, da ist die Schweineschnauze. Ah, da, dieses blöde Anvisieren immer. Hallo? So. Sehr schön. Mein Herz ist offen, Alice. Nie verschlossen, nie versperrt. Es braucht keinen Schlüssel. Das ist schön. Ist es jetzt hier direkt dran? Ja. Dieser Schluckauf, den finde ich ja irgendwie immer noch genial. Okay. Verstehe. Nein! Oh! Mein Gott! Schon wieder so ein Schweineschnauze. Okay, ein paar Grafikfehler sind auch dabei, sich jetzt gerade. Ja, entweder ist sie da drin oder die ist direkt unter mir. Direkt unter mir wäre allerdings doof. Naja, ich glaube, die war irgendwo draußen. Jetzt so ein bisschen. Okay. Also langsam kriege ich es, glaube ich, raus mit dem Springen. Die Schnauze aber trotzdem noch nicht. Ah, jetzt ist es wieder leiser, komischerweise. Okay. Oh, ist das jetzt wieder so ein Bosskampf? Ja, ich hab's gewusst. Scheiße. Augenbot. Thank you.
bin ich jetzt tot? Ich bin dem doch ständig ausgewichen, bis auf das eine Mal.